Am 18. Februar ist es endlich soweit. Kaffee Brothers, Kaffee Show. Viele haben sich überlegt, haben gedacht, was passiert so? Und hier geht es dann los auf dieser Bühne. 60, 70 Minuten spannende Unterhaltung um das Lieblingsgetränk der Deutschen, nämlich Kaffee. Ich werde euch alles erzählen, was ich in 20 Jahren Kaffee oder über Kaffee gelernt habe. Ihr werdet mit einem komplett anderen Mindset rausgehen. Unser Motto ist, du kommst mit Ahnung und gehst mit Wissen. Und das wirst du auf jeden Fall auf unterhaltsame Weise hier erklärt bekommen. Und wenn ihr dann hier ankommt, dann erstmal gibt es eine vernünftige Tasse Kaffee. Es riecht, es duftet nach leckerem Kaffee. Dann gibt es Gebäck, Kuchen, Torten, extra nur für euch. An dem Tag könnt ihr schlemmen, bis der Arzt kommt. Und das Schöne ist, alles im Preis inbegriffen. Und hier in dem Café habt ihr ein Speed-Dating, nämlich mit unseren Siebträgermaschinen. Da lernt ihr alles über Espresso und Cappuccino und zum Schluss das Herzchen in den Cappuccino zaubern. Und wenn ihr denkt, ihr habt schon alles bekommen an dem Tag, da drüben ist eine wunderschöne Cocktailbar, da kriegt ihr den Espresso Martini eures Lebens oder vielleicht einen anständigen Kaffee Bruder Kaffee Gin Tonic. Zur Veranstaltung bekommt ihr eine Tasse und einen Löffel. Das ist euer Cupping-Geschirr, euer Cupping-Besteck, das dürft ihr dann mitnehmen. Warum? Ihr könnt komplett ganz, ganz viele Kaffees probieren und schlürfen, damit ihr versteht, wie viel Kaffees oder wie facettenreich, wie unterschiedlich Kaffee sein kann. Kaffee kann nach Brombeere und Schokolade schmecken, aber auch nach Zitrone. Und das möchten wir euch gerne zeigen. Von daher würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir am 18. Februar zusammen schlürfen.